Servus, ich grüße dich, der Helmut ist hier. Noch immer aus Chaiapum, hier aus dem Isan. Und zwar, heute machen wir ganz was Besonderes. Ich bin ja hier Single, also wie man hier sagt, Single Man sozusagen. Und als Single Man hier im Isan, in Chaiapum, in der Walachei, da kann es auch schon, ich muss die Brille aufsetzen, sonst ist es ein bisschen hell, oder geht so auch. Da kann es schon mal ein bisschen, Langeweile an und für sich nicht. Langeweile habe ich ja nicht, aber Langeweile in Bezug auf soziale Interaktionen mit anderen Menschen. Weil hier ist halt um 5 Uhr werden die Gehsteige hochgeklappt und dann war's das. Es sei denn, es gibt einmal vielleicht irgendeine spezielle private Party, aber ansonsten ist hier nicht viel los. Und aus diesem Grund fahre ich jetzt. Ich bin noch unrasiert, jetzt geht es gleich nach Hause zum Duschen, rasieren und dann geht es ab hier nach Miang Chaiapum, also nach Chaiapum City. Ja, unsicher, glaube ich, werde ich die Stadt nicht machen. So weit, glaube ich, sind wir nicht. Das werde ich nicht schaffen. Aber zumindest einmal gucken, was da drüben so alles abläuft, wie das Nightlife sozusagen ist. Jetzt gehen wir hier wieder zurück, oder? Ja, so sieht man mich auch ein bisschen, wie das Nightlife so ist in Chaiapum. Ob man da irgendwie so ein bisschen Kontakt, ein bisschen Spaß haben kann, ein bisschen tanzen, wie auch immer. Einmal schauen. Ich bin wirklich gespannt, wie es da ist. Ich habe letztens da eine Barbesitzerin kennengelernt, wo wir im Robinson, Tops Market, im Tops Market war das. Da schauen wir mal hin zu dir in die Bar. Die wird ja wissen dann zumindest auch, wo sonst noch was los ist, wo da eine Diskothek oder sonst irgendetwas ist. Im Internet irrsinnig schwer, auch irrsinnig schwer, ein Hotel zu finden. Da ist ja in der ganzen Provinz Chaiapum auf Booking.com. Ich glaube, ich hatte 8 Treffer oder so, oder 12, 8 oder 12 Treffer irgendwie. Also für das ganze Bundesland ist nicht viel. Auch das Touch the Wind natürlich gleich an erster Stelle drin. Das ist aber zu weit weg von der City. Und in der City ist da irgendwie nicht viel. Dann habe ich bei 2 angerufen, die ich dann über Google gefunden habe, Google Maps. Denk mal, ha, rufst du an, die Nummer gibt's nicht. Eine andere Nummer auch noch angerufen, mobile Nummer, da hat dann keiner abgehoben. Isan, ne? Das ist auch so ein Ding, Isan. Das ist wahrscheinlich in Deutschland nicht so, dass du 2 Hotels anrufst und da meldet sich keiner. Ja, freut mich, dass du mit dabei bist. Und wir sehen uns in Chaiapum und schauen mal rum in Chaiapum, was es da so gibt. Bis gleich. Frisch geduscht jetzt, fertig alles und jetzt dann geht's los. Ich muss mir nur ein kleines Pflaster noch kaufen und dann geht's ab nach Chaiapum City. Ja, das war ja jetzt wieder krasser, richtig fetter Unfall, Junge. Das glaubst gar nicht. Guck dir das einmal an, da drinnen das Auto. Das Licht da drin. Unglaublich, oder? Wahnsinn. Da war die Kap. Mein Mikro der jetzt einmal. ไม่มีคนตายใช่ไหมไม่มีคนตายครับมีคนเจ็บในรถครับคนเจ็บในรถจะออกไม่ได้คนเจ็บในรถจะออกไม่ได้ครับ Also keiner tot. Gott sei Dank. Da muss man ja froh sein. Aber guck dir mal das Auto an. Ist relativ flach. Aber das ist sehr Pickup, ne? Sieht man jetzt hier. Das ist aber flach. Keiner tot. Das ist gut, sonst würde ich nicht online stellen, wenn einer tot wäre. Aber krass, ne? Hier sieht man so, Honda ist das, kein Pickup. Da ist ganz schön. Da ist er ganz schön reingeschäbert da in die. Der ist ganz schön reingeschäbert da hinten. Aber keiner tot, das ist gut, ne? Das ist wichtig. Ich bin gerade auf dem Weg nach Chaiapum. Was sagt mir das? Vorsichtig fahren,
auf der Straße lauert der Tod. Immer vorsichtig. Wow, jetzt bin ich angekommen hier. Komischerweise, die Kamera geht an und ich bin nicht mehr so müde. Ich bin irgendwie müde. Angekommen, komm hierher, um auszugehen und denk mal, boah, am liebsten würde ich eigentlich schlafen. Hinter mir ist das, ja, du kannst selber lesen, hier steht es eh, wo ich bin. Irgendwas mit View auf alle Fälle, aber View ist doch irgendwie nicht so. Aber es ist okay. Es ist halt normal, typisch. Irgendwo sollte... Ich frage mich, wo der Garten ist. Eigentlich sollte hier bei Booking war so ein schöner Garten mit View. Ich bin ja vorher noch, jetzt muss ich da hinten gucken. Nee, es gibt hier keinen Garten. Es gibt den nicht. Ein bisschen gelogen. Da sollte ich eigentlich eine negative Bewertung geben, weil ich finde den Garten irgendwie nicht. Das ist ja übel, ne? Ich bin ja früher schon da hinten. Ne, den Garten sehe ich nicht. So, ja, du kannst nicht wissen. Ansonsten, ja, wie halt typisch halt Isan, teurer als Bangkok, die teuerste Gegend in Thailand in meinen Augen. Aber es ist jetzt an das Hotel, ist jetzt nicht so das Schlechteste. Wenn man so reinkommt, hat schon einen guten Flair eigentlich hier herinnen. Was mir halt so gefällt, schon ein bisschen, zum Beispiel hier, dass man so ein bisschen sitzen kann. Oder auch hier in der Ecke haben die direkt so einen Massagestuhl, aber den muss man bestimmt bezahlen, schätze ich mal, ja logisch. Ja. Müssen wahrscheinlich 10 Baht oder so reinschmeißen, aber ist zumindest, man kann sich massieren lassen. Jetzt gehen wir mal ins Tipp. Tini, mein Internet, mit der Garden, Garden, your night cup. Nein, Booking. Hen wo mi Garden sambat. Auch bei Garden, you know. Garden. So ein Name, Mila. Garden. Kann noch. Ah, Chai. Garden, okay, mein Gott, mein Gott. Kopfung gab. So, ja, ich habe jetzt wollte wissen, wo der Garten ist, da der schön im Internet. Aber den gibt es halt hier nicht. So, wir gehen den Gang hier. Ich zeige das Zimmer mal kurz. Es ist nichts Besonderes, halt 600 Baht, wenn du denkst, für 500 Baht in Bangkok, megamäßig, Swimmingpool, Fitness und so weiter hier. Der Garten, also echt, der sieht super aus und dann kommt hier, hier ist nicht. Ich muss nur im Fitnessstudio fragen, weil da war auch Fitnessstudio abgebildet. Und hier ist es halt, das ist das, was ich sonst immer so sage, dieses Gefängniszellenhafte, wenn ich da so reingucke, oder? Es ist, ich meine, es ist schon, das gefällt mir gut, es ist so, keine Ahnung, wie ein Schwan mit der Blüte hier, sehr schön, freue ich mich. Aber es ist halt einfach dieses Mauer. Mauer, Mauer. Es hat halt keinen Sex jetzt, wie das zum Beispiel im City Chic ist. Das ist ja genial. Hier ist nichts. Es ist auch relativ laut. Man hört sehr stark draußen. Hier kann man hier vielleicht nochmal rausgehen. Das ist Bad mal überhaupt nicht zeigen. Da ist überhaupt nichts Besonderes. Jetzt muss ich direkt gucken. Ich glaube, ich habe das ja. Die hatten jetzt. Muss ich gucken. Egal, ja. Hier im Garten gibt es keinen. Da ist gleich die große Straße hier hinten draußen. Aber egal. Wir machen heute Nacht. Tja, boom, das Nachtleben unsicher. Bin mal neugierig, wie es ist. Schon mal geguckt, ja, eine Bar. Da gehe ich dann mal hin. Dann mal schauen, wie das mit Diskothek ist. Aber mal schauen, wie es so weitergeht. Freut mich aber auf alle Fälle, dass du mit dabei bist. Genau wieder das Gefährliche. Wenn ich die Kamera, ich habe die jetzt nur einstecken, in der Hose einstecken habe, dann geht die auch gerade. Ich hoffe, die Batterie geht mir nicht aus. Es ist super cool für mich. Ich freue mich wie ein kleines Kind. Und zwar, wir fahren jetzt ganz einfach durch die Gegend. Für mich jetzt nach einiger langer Zeit einmal einfach
dass ich irgendwo in einer Zivilisation bin, macht mich happy einfach. Oder hier sind Autos, andere Leute auf einem Bike. Also es ist 8 Uhr abends und es sind die Gehsteige noch nicht hochgeklappt. Ich meine, es ist jetzt nicht was Gott was los. Aber im Vergleich halt zu Safjan stirbt hier ja sozusagen der Bär, oder? Hier, da wird noch Essen verkauft und so weiter. Ah, Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Ja, ich bin jetzt auf dem Weg. Will jetzt auch was essen. Ich habe gedacht, ich schalte es einfach mal ein. Also wir sind jetzt hier in Chaiapom City. Und wir sehen uns dann wieder mal. Ich muss es doch aufzeichnen. Ich bin gerade auf dem Weg zu einem Date, mit denen ich echt nicht gerechnet habe, weil ich schon abgeschrieben dachte mir, naja, ist ja wurscht, ich mache hier alleine Party. Und jetzt hat das heute doch, ich hätte nie geklappt, dass, gedacht, dass das klappt. Und jetzt mache ich etwas klassisch, das mir damals mein Kumpel der Harp beigebracht hat. Und zwar, ich weiß nicht, ob man sieht hier, ich bringe Obst mit. Zu einer Thai-Familie, obwohl die müssen ja hardcore sein, wenn er zum Falang jetzt die Tochter ausführen darf. Also, aber egal. Ich mache die Aufzeichnung, bin mir nicht sicher, ob ich das jemals irgendwie online stelle. Aber für mich vielleicht ist es gut. Da kann ich Selbstgespräche aufführen hier. Ist das krass. Ja, jetzt bin ich eigentlich hier bei meinem Termin sozusagen angekommen. Und es ist ein bisschen thailändisch. Es ist so das Verwirrende hier in Thailand. Vielleicht ist das wirklich auch, dass ich da echt das ein authentisches Thai-Video mache. Und zwar... Ich dachte ja, dass da nichts wird aus der Verabredung, weil so beim Online-Dating ist generell echt extrem schwierig hier im Isan. Es sind, boah, ich möchte nicht irgendwie beleidigend wirken, aber du hast echt das Gefühl, es sind 110% der Damen sind aus dem käuflichen Gewerbe. Also da chattest manchmal so ein bisschen und auf einmal kommen so Phrasen rausgewämst, dass du dir denkst, Junge, was geht denn hier ab? Und sehr komisch, nicht nachvollziehbar, logisch nicht nachvollziehbare Kommunikationen. Auch hier zum Teil, wo ich mir dann wieder denke, ja, bist mitten im Chatten auf einmal 10 Minuten nichts, wo du denkst, ja, wahrscheinlich chattet die mit 20 anderen irgendwo. So stelle ich mir das halt vor, ich weiß ja nicht, ob es stimmt. Prost dahin übrigens, ich habe eine trockene Kehle. Und dann, ich habe schon gesagt, ja, okay, also unser Treffen ist sowieso... gecancelt. Also ich wollte nicht sagen, ich habe es gecancelt, war so die Frage, also so, das ist jetzt gecancelt, oder? So war eigentlich meine Frage und dann kommt auf einmal doch so, oh, kann ich dich anrufen? Und dann telefoniere ich mit ihr und denk mal, ganz krass, also das ist ja das Komische, dass du hier irrsinnig nette Leute zum Teil hast, also ganz komplett nette Menschen. Und dann telefoniere ich halt mit ihr und dann sagt sie halt, ja, ich habe halt Angst vor dir. Weil am Profilbild schaust du so ernst aus. Ich kenne dich nicht, wir haben noch nie gesprochen. Wenn wir uns hier treffen, fürchte ich mich davor. Und es kann immer sein, dass man ein bisschen auf die Schaufel genommen wird, aber irgendwie war das wieder so extrem, dass ich mir dachte, okay, das kann dir, glaube ich, gar nicht eingefallen sein, jetzt so auf die Schnelle. Das ist wirklich, das dürfte wirklich der Grund dahinter sein. Aber dann ist das Nächste. Ich sage, okay, ich bin in einer halben Stunde bis einer Stunde bei dir. Und jetzt ist über eine Stunde her. Ja, es ist über eine Stunde. Über eine Stunde ist es jetzt. Eine Stunde... Eine Viertelstunde, eine Stunde, 20 Minuten in etwa. Also eh länger als gedacht. Ja, ich bin noch nicht fertig. Aber da frage ich mich auch, ob die sich denkt, der kommt vielleicht nicht. Weil es gibt ja auch genauso viel Vorredner, hätte ich jetzt was gesagt, Ausländer, die hier Mädels auf die Schippe nehmen in gewisser Art und Weise. Das ist ja für Ausländer Volkssport genauso wie für die Thailänder zum Teil. Zumindest erscheint mir das so. Ja, und jetzt sitze ich hier und warte. Deswegen habe ich mir jetzt ein Bierchen, lecker Bierchen geholt. Wenn sonst nichts wird, es ist auch okay.
Es ist ja bei mir so, dass ich dann so aufgeregt bin, weil vor allem mit diesem Online-Dating vorher, dass da heißt, also da waren ja echt so Sätze dabei mit dem F-Wort drinnen, so, aber aus nichts heraus so, you want to, also du möchtest mich F, wo du so denkst, so, ich dachte, ich wollte dich kennenlernen einmal. Ich will einen Menschen kennenlernen, das ist so mein Ding. Und mit dem bist du hier, tja, ich habe das Gefühl, im Online-Dating, im Isan, am falschen Dampfer. Das interessiert hier, also von zumindest mit den Frauen, mit denen ich geschrieben habe, im Großteil nicht. Gib auch die andere Seite, also mit einer habe ich geschrieben, da habe ich dann die Krise gekriegt, die war, da gab es mal einen Film, wo eine so verrückt war nach irgendjemandem, dem die dann die Beine gebrochen hat und nach irgendeinem Buchautor, ich weiß nicht mehr, wie der Film heißt, bei der hatte ich so Angst, die war so, die hat mich ewig gemessaged, zigmal gemessaged in der Nacht, in der ersten Nacht, wir haben nur hin und her geschrieben und das war es eigentlich und dann so, ja, warum antwortest du nicht, was ist los, geht's dir gut und da war nur auf 15 Messages, wo ich mir gedacht, ich kann es nicht mehr an, weil da kommst du voll so eingenommen vor. Das war eine andere Erfahrung, mit der habe ich auch telefoniert, glaube aber das stimmt, das war eine Lehrerin und die hat auch wieder eigentlich so hinten nach, weil ich frage dann, was ist denn da passiert, dass du so, und dann sagt die, ja, ich bin die Chai heißt das auf Thailändisch. Die heißt gut Herz. Das heißt aber nicht gutes Herz. Das heißt so erfreut irgendwie, so in der Art. Und hat die gesagt, dass die halt so, ja, so freudig aufgeregt war, dass die da völlig am Rad gedreht hat. Und die andere Sache ist, warum ich mit ihr nicht mehr rede, ist, weil dann telefoniere ich mit der. Und auf einmal redet die, weiß ich nicht, 20 Sekunden, eine halbe Minute. Mit ihrem Bruder, der daherkommt. Und da habe ich aufgelegt, da habe ich gesagt, okay, ich muss weiter, tschüss. Und dann, weil ich das einfach da denke ich mal, das ist eine Lehrerin und ist für mich, das braucht man nicht lernen, das ist die unhöflich, du kannst ja nicht mit jemandem telefonieren, ich muss mich eh so konzentrieren, weil ich ja nicht so gut Thailändisch sprechen kann. Konzentrierst dich, ja. Und noch kein Videocall auch nicht so. Denkst, redet die jetzt mit mir, redet die mit einem anderen, dann fragst dreimal nach, da weißt du, dann kriegst du jetzt eine Antwort, habe ich die Antwort wieder nicht verstanden, dann habe ich mir gedacht, nee, ich will am Menschen das gar nicht beibringen, das ist ein Mindestmaß an Respekt, wenn man mit jemandem redet, das lasse ich mal nicht einreden und fertig. Aber es hat ja nichts mit dem jetzt an hier zu tun, aber vielleicht ja doch, so zum Authentischen, bin ja gerade so auf dem Trip mit dem Authentischen. Ja und jetzt an hier, ich weiß auch nicht, wie das hier, weil ich ja keine Lust habe, irgendwie, weiß ich nicht. Also ich habe keine Lust, Liebesdienste zu bezahlen, sondern mir geht es tatsächlich, also das werden vielleicht viele Thailand-Urlauber ja nicht verstehen, dass mir geht es ja darum, an Menschen kennenzulernen. Und dann ist erst einmal irgendeine weitere Idee, in meinen Augen. Aber mal schauen. Mal schauen, wie es wird. Schön, dass du mit dabei bist. Ich berichte dann morgen darüber. Mir schmerzt alles. Aber das Geile in dem Hotel, zu sagen, hier gibt es einen Fitnessraum, ist vielleicht etwas übertrieben, aber zumindest gibt es Hanteln. Ne?
Handeln sehr, sehr wichtig, ultra wichtig. Die wichtigsten Geräte überhaupt, wenn es um Workout geht, in meinen Augen. Das habe ich nicht mitgezählt. 10 will ich machen. 9. 10. So, wow, richtig heavy, schwer sind die. Ich habe Kreuzschmerzen, das ist unglaublich, ich weiß nicht woher. Ich glaube vom Tanzen gestern. Beim Joggen hat es ein bisschen angefangen und gestern war ich da fett tanzen in den roten Sonnenblumen oder in der roten Sonnenblume. So heißt die Bar, Bab oder Diskothek, wie man das hier auch immer nennen mag. Ja, ich werde hier ein bisschen trainieren noch und das ist wirklich das Problem mit Niederbücken, wie ich da niedergehe. Wie ein alter Mann, mein Bruder. Und ich trainiere jetzt noch ein bisschen, dann duschen und dann geht's raus. Chaiapum City und dann ab nach Sabiay. Das sehen wir uns nachher noch. Einen wunderschönen guten Morgen jetzt. Wir sind hier in Chaiapum City und ich habe mir gedacht, ich nehme mal die Location hier, wie man da so sieht gegenüber. Es sind noch richtig schöne traditionelle Haiholzhäuser hier in dieser Straße. Deswegen dachte ich, die Verabschiedung machen wir hier in dieser Straße. Freut mich, dass du immer noch mit dabei bist und auf die Frage, wie geht's mir, sage ich, mega super, mega geil. Obwohl es mir eigentlich körperlich so übel geht, wie schon lange nicht mehr. Aber, also eines muss man auch sagen, unsicher habe ich ja Chaiapum jetzt nicht gemacht, gestern. Aber wir sind da ausgegangen, lecker essen gegangen, Goi Vua und Tom Sap Vua. Goi heißt eigentlich so wie rohes Rindfleisch halt. Sawadikap. Sebastian. Rohes Rindfleisch. Und danach waren wir noch in der roten Sonnenblume. Das war eine Bar, Diskothek. Richtig toll. Und die Frage, warum es mal körperlich? Also eigentlich so gesehen, dachte ich mir, alles richtig gemacht. Heute Morgen aufgewacht und da ging es mir noch übler als jetzt, dachte ich mir, alles richtig gemacht. Aber, also in Goi, da waren wahrscheinlich, weil das halt roh ist, nehme ich an, es wird nicht die Dom, nicht die gekochte Suppe gewesen sein, sondern das Goi. Da wird wahrscheinlich ein bisschen eine Salmonellen oder sowas drin gewesen sein. Also wenn es heute in der Kamera komisch ausschaut, heute gehe ich wirklich komisch, weil man die Hüfte einknickt. Und das ging dann so, ich hatte das ja schon dreimal oder vielleicht auch viermal, also Lebensmittelvergiftung oder Cholera oder wie sagt man dazu, oder Salmonellen. Und das waren halt die gleichen Anzeichen, Schüttelfrost und halt, du musst alle paar Minuten ins Bad laufen und da hatte ich schon richtig Panik, weil im Schüttelfrost ist der ja saukalt. Ich liege dann im Bett und denke mir, boah, nicht, dass ich jetzt dann irgendwie Covid habe oder so. Oder denkst, Covid kann es ja nicht sein, weil das... Da denkst du nach, boah, jetzt waren wir da in der Diskothek, morgen Zeitungsüberschrift, hier Disco aufgemacht, viele Leute zusammen, zack, boom, Covid-Fälle. Dann dachte ich mir aber, ja gut, Covid hat ja viel zu lange Inkubationszeit. Das kann nicht von der Disco sein und es kann eigentlich nur vom Essen kommen, weil es ja auch die gleichen Symptome sind. Und das nächste ist, ich musste immer aufstehen so oft, aber meine Hüfte, also wir haben da gestern super richtig einen abgetanzt in der roten Sonnenblume. Und ich hatte vorher, schon vorgestern beim Joggen, da hat es angefangen, dass ich so ein bisschen
ein bisschen Kreuzschmerzen hatte. Das hat sich auch gestern wahrscheinlich durch ein Motorradsitzen auch nicht verbessert. Und dann am Abend durchs Tanzen und dann in der Nacht, ich dachte mir, oi mein Bruder, also heute, es tut mir richtig alles weh. Und es geht mir noch immer nicht wirklich gut. Also, vielleicht ist es ein bisschen überhaupt so, die Straße sind wir auch wieder jetzt ein bisschen Holzhaus. Ich werde ein paar CEO essen. Diese. Da fragt mich die jetzt an. Das kann halt auch passieren, dass Leute, die halt schon ärmlich aussehen, da geben wir halt einen Swanny. Kopf von. Dieser Kopf von Kap. Ja, ja. Ah, bitte gleich. Kopf von Kap. Wahrscheinlich eine, die taub schon ist. Warum sage ich Kopf von Kap? Weil ich ja die Ehre habe, was Gutes zu tun. Ich habe Gänsehaut, das kannst du echt, das ist so ein Ding von mir. Ich habe wirklich gerne, dass ich Sachen, gute Sachen mache. Und also da sind darunter so ein bisschen Holzhütten, auch da vorne. Ich drehe es jetzt dann einmal um. Ich weiß, jetzt könnte jeder, wird vielleicht jemand wieder sagen, oh, der Helmut fängt einen Satz an und dann fängt er mit dem Holzhäusern an. Aber ich glaube, ich spreche die Sätze meistens fertig zumindest. Ja, also die Kreuzschmerzen waren brutal. Vor allem, wenn du alle paar Minuten ins Bad musst, Schüttelfrost hast, den nicht umdrehen kannst, richtig, das war richtig übelst. Und trotzdem sage ich, hey, super, es geht mir richtig gut, alles richtig gemacht. Das ist ja eine lustige Sache eigentlich. Ja, und dann war ich heute Morgen, also es ist noch immer nicht gut, ich war dann in der Pharmazie. Kohletabletten, Antibiotika und wie sagt man da, Isotonik-Mix. Dann, weil das Hotel Gym angeboten hat, gibt es eh nur zwei Handeln eigentlich. Ich dachte mal, ein Bizeps ein bisschen trainieren, weil das habe ich ja schon lange nicht mehr gemacht. Junge, in kürzester Zeit war ich total im Sack. Und beim nach unten gehen ins Zimmer, also das Gym war oben, da war man ja immer komplett schwindelig. Da dachte ich mir, Helmut, das war jetzt nicht trainieren, das war eher mehr den Körper missbrauchen als wirkliches Training. Ich drehe hier wieder um. Was sowas gefällt mir halt, wenn so in den Städten solche Gassen und da, wenn da noch diese alten Holzhäuser sind, da sind die wirklich irgendwie cool. Ach. Ja, und so ist der Abend verlaufen. Die Rote Sonnenblume, wirklich ein toller Laden mit Live-Musik. Die Leute hatten Spaß, das war wirklich cool. Die Leute hatten alle Spaß. Es war richtig Partystimmung, richtig, richtig coole Partystimmung. War echt ein toller Ausflug. Also ehrlich, deswegen sage ich, alles richtig gemacht, obwohl es mal, also körperlich echt ohne zu übertreiben, wirklich im Sack bin. Aber gut, das wird in ein paar Tagen vorbei sein. Die Antibiotika werden hoffentlich helfen da irgendwie. Oder nicht, man weiß es nicht. Oder zumindest die Kohletabletten. Und in diesem Sinne, fragen wir mal, ob ich da drüben ein paar CEO kriege. Dann gehe ich da nämlich hier ins Eckrestaurant zum Essen. Und bevor ich jetzt essen gehe, sage ich, ich freue mich, dass du mit dabei warst. Ein ehrliches, authentisches Video, so wie es sein sollte. Es könnte sein, dass ich ein paar Sachen jetzt am vergessen habe, dazu zu erwähnen. Könnte sein. Ich habe mir das überlegt, ob ich das sagen sollte. Könnt ihr hinten nach noch einfügen, eventuell. Ich habe, wenn ich mir das Video alles anschaue, ob ich das sagen sollte. Es ist so authentisch, das Video, auch mit dem Früchten, die ich gebracht habe und so weiter. Es ist genauso etwas wie, wo ich gestern bin, ich zum ersten Mal mir nicht vorgekommen, wieder seit langer Zeit nicht als Ausländer vorgekommen. Ich bin mir echt als Mensch behandelt vorgekommen. Hat so eine super Zeit gehabt, wirklich. So richtig ehrlich, so wie man ist. Die andere Person genauso wie sie ist. War eine richtig schöne Zeit. Ich weiß nicht, ob ich, wenn ich es hinten reinschneide, kommt es jetzt. Und ansonsten sage ich, Servus,
alles Gute, bis zum nächsten Mal.